Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Roadhouse und Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem gleich. Na, wir fangen jetzt an in Mamas altmusikalischer Tulle. Da haben wir hier den Mythic Brine. Ah, ist ganz nice, aber. Da ist er, Mythic Zoidberg. Das könnte unter Umständen bedeuten, dass ich ihn jetzt auf meinem ersten Account schon einmal bekomme. Beim zweiten Account wird es nicht ganz reichen. Auch nicht mit viel Glück. Aber muss man mal schauen. So, hier haben wir den. Nach wie vor diese Meat Mantaya Box, über die habe ich ja schon ein paar Mal gesprochen. Hier haben wir jetzt den Dr. Zoidberg. Hier sehen wir 180 von 250. Und leider Gottes ist es halt so, dass mir da 70 Stück. Und ich bin momentan bei 2359. Das heißt, ich kann mir 4 Packs holen aktuell. Und das wären im besten Fall wären 60. Das heißt, ich wäre ganz knapp davor, den Zoidberg zu bekommen. Ich muss mal gucken, ob es irgendwas bei den Free Gems gibt. Irgendwie so ein kleines Ding, dass ich vielleicht 5 Packs aufmachen kann. Selbst dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich die 75 bekomme. Aber wäre rein theoretisch mit ein bisschen Glück wäre es möglich. So. Schauen wir mal, hier Dr. Zoidberg, Hank Hill, Running Back, Mr. Twiddy, trauriger Clown und Hank Hill. Ist eine ziemlich nice Box, sage ich mal. Hank Hill, Running Back ist sowieso geil, Dr. Zoidberg ist cool, Mr. Twiddy. Ja gut, das sind halt jetzt diese Kunst-BG-Karten, aber Hank Hill ist auch wieder geil. Insofern, ja, mal schauen. So, dann haben wir hier die Screen Repairer Box. Die ist halt echt auch ziemlich nice. Ne? Ist hier educated. Und wäre nicht schlecht eigentlich. Lois Griffin, ja, lohnt sich nicht so sehr. Kann man sich drüber streiten. Ich bin da kein großer Fan von. Dann gehen wir mal in die Combo Masteries rein für heute. Dann haben wir hier den Man of the House. Und der Man of the House sieht folgendermaßen aus. Da haben wir einen Chris mit Alkoholkarten, Chris Griffin hier. Und dann kommt da hinten raus Man of the House mit Schild für alle, halt eingeschränkt. Und Cheers für alle auch eingeschränkt. So, ja, ist okay. Aber nein, ja. Kommt halt immer drauf an, wenn ihr solche Seriendecks habt oder solche Themendecks, dann könnte es unter Umständen Sinn machen, aber bin davon kein Fan. Es gibt so viele geile Karten, da muss ich mir kein Themendeck zusammenbauen. So, dann haben wir hier Kita Brine. Schauen wir uns den Kita Brine mal an. Da haben wir jetzt hier Motivieren. Und Leben, die mit hinzukommen. Der Mythic-Version 10-fach. Ja, lohnt sich auch nicht, wenn ich mir das anschaue. Das haben manche normale Legendäre schon in dieser Form. Da brauche ich jetzt keine Mythic Brine mit irgendeiner Furzschule für Hochbegabte zu kombinieren. Also diese Kombo ist Käse. Interessanter ist allerdings jetzt hier der Assassin-Bänder. Der ist nämlich wirklich richtig geil. Und das ist ein Bänder mit Waffenkarten. Das hier rechts, schon allein mit Gingerbread Guns, wenn die gemaxt ist. 12-fach Craze, 19-fach Leech, 12er Bombe. Das ist nice, das ist richtig stark. Und die werde ich mir mit Sicherheit holen, weil Bänder und Waffenkarten habe ich auch. Kann man immer ganz gut gebrauchen. Oh, hier in der Mythic-Version 19-fach, ja, wo das ist, wenn es alles maxed ist, aber übelst, ne? Fused One Level. 17-fach Craze, 27-fach Leech, 17er Bombe, meine Güte. Der haut dann schon richtig rein, der Assassin-Bänder. Und das ist eine geile Combo. Und weil diese Combo so geil ist, werde ich mir die jetzt holen. So. Schwupps. Zack. Geile Kombo. So, dann sind wir mit dem Assassin-Bänder auch schon so weit durch. Dann gehen wir hier rein, haben wir den Normal Stan da hinten noch. Und der Normal Stan
Ja, ist mit Painkillers. Oh mein Gott. Und wenn man sich das anschaut, da wird aus einem Mythic Stan mit einer 13er Mauer, einer 8er Bombe und 6-fach Craze 1757 wird mit Painkillers 18 Angriff und 7 Schlägen. Ein Angriffspunkt mehr als in der Mystic-Version. Und dafür sind alle Effekte weg. Wie geil. Also Normal Stand, totaler Rotz. Braucht auch kein Mensch. Also wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like und ein Abo da. Schreibt was in die Kommentare. Ja, und mich natürlich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Also haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.